ist hier oben so ein Viereck, was da oben drin ist. Das sieht so ein bisschen danach aus. Und wir haben dahin. Oh, ja! Freunde, willkommen zu diesem heutigen Opening. Heute öffnen wir nicht nur ein Evolution Display, sondern feiern halt auch immer noch den Merch Release. Hand vor der Golrak ist am Start. Checkt gerne den Shop ab. 5% Rabatt gibt es immer noch. Weiß ich nicht, vielleicht. Probiert es gerne aus. Einfach im Einkaufswagen eingeben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video und mit den Releases des Hand vor der Glurak Merches. Mal schauen, ob wir heute einen Glurak ziehen werden mit der Macht des Golraks. Evolution, das haben wir hier. Evolution Reprint Set vom Base Set mit einer kleinen Mischung aus X und Y. Wir haben hier EX-Pokémon, Mega-Pokémon, Break-Pokémon sind am Start. Wir haben Glurak 1, 2, 3 und in der Secret-Version noch einmal. Totok haben wir hier 1, 2 mal, auch in der Secret-Version nochmal. Wir haben Pikachu hier, was wir ziehen können in Reverse, in Normal. Wir haben so viele Holo-Pokémon aus dem Base Set mit Magneton, Zapdos, Glurak, Vulpix, also Volona in dem Sinne eher. Nidoking ist hier von Typ Psycho drin, nicht von Typ Gras, wie es damals war. Wir haben Mewtwo hier drin, leider nicht in Holo, nur in Normal. Im Deck ist es ein Holo drin. Tauboss, Chanera und all diese Karten sind von der Qualität her so bad, dass Evolution mit eines der schwierigsten Sets zu graden ist. Weil es sind immer Printlines vorhanden, das Centering ist immer Garbage und wir werden heute ein komplettes Display öffnen. Und in diesem Display sind 36 Booster von diesem Set drin. Ebenfalls haben wir heute natürlich die Chance, richtig krasse Karten zu ziehen. Mir geht es aber nicht um den Preis des Ganzen. Mir ist es egal, ob ich heute einen Glurak ziehe. Oder halt nicht. Ich habe das Shirt an. Natürlich möchte ich den Glurak ziehen halt, ne? Aber mir ist egal, ob es jetzt eine PSA 10 oder 9 ist. Wäre cool, wenn. Aber es ist nicht meine Priorität, jetzt hier Geld mit diesem Opening zu machen. Aber das Set ist einfach so schön und ist gerade bei einem Preis von ungefähr 700. Es war mal bei einem Preis von 1500. Und wir haben hier zahlreiche Secret Rares. Wunderschöne Karten. Und ich würde sagen, wir starten rein mit diesem Opening. Evolution Display. Let's go. Für mehr Support, lasst gerne ein Like da oder ein Follow und wir jetten rein. Das wird reinlöten. Ich habe gerade schon viel zu dem Set gesagt. Reprint Set aus X und Y. Reprint von dem Base Set. Hier habt ihr das Base Set nochmal eingeblendet. Falls ihr es nicht kennen solltet, wie das normale Base Set aussehen sollte, ich würde sagen, los geht die Glurak-Suche. Drei Karten von hinten nach vorne. Let's go. Wir haben hier unzählige Reverse-Karten, Secret-Rare-Karten, die wir ziehen können, Break-Karten, Holo-Karten. Es wird genial. Quapuzzi. Wir haben Maintains. Sandama. So, Sandan. Bruder, Alter. Ich kann kein einziges deutsches Pokémon. Digda. Wir haben einen Europe. Ein Nidoran männlich. Wir starten rein mit einem Feuer-Reverse-Pokémon. Und mit einem Vulpix. Und mit einem Starmie. Okay, das ist fein. Wir gucken uns ganz kurz das Centering von den Karten an. Von den Reverses. Wir haben hier definitiv Centering-Abweichung. Da brauche ich auch nicht hier meine Vorlage rausholen. Auf keinen Fall. Das heißt, das Centering ist schon mal nicht optimal. Was auch schlimm ist, sage ich mal. Nicht schlimm. Gucken uns ganz kurz hier das Holofoil an von den Vulpix. Wir haben da oben vielleicht was, oder? Nee, doch nicht. Das ist nur auf der Karte. Weil es ist halt wichtig, die Qualität der Karten anzugucken. Auch die Ecken hier von Evolution sind immer Garbage. Deswegen, wie gesagt, ist es halt auch so schwer, ein Glurak zu finden, sag ich mal, was PSA 10 Quali hat. Deswegen ist halt nicht jedes Glurak, was du ziehst, automatisch eine PSA 10. Wir haben den ersten Glumanda auf jeden Fall hier schon mal. Sehr nice. Und wir haben eine White Coat, sehe ich auch. Das lässt sich leider nicht vermeiden, außer ich mache den Kartentrick halt nicht, Chat. Das müssen wir abwägen, was wir hier eher machen. Kartentrick, kein Kartentrick. Ich versuche mich nicht zu spoilern, natürlich. Aber... Charmeleon, nice. Und wir wissen, dass sein Bruder dahinter lauert mit Glumanda. Die alten Artworks, super nice. Das sieht schon mal sehr stark aus mit dem brennenden Gras und das auf dem Steinhauen der Glutex, so wie ich es damals auch betitelt habe in meinem Video, als ich das First Edition Glurak gezogen habe. Das war auch sehr wild. Aber ob ich nochmal ein Base Set öffne, das weiß ich nicht. Wir haben einen Europe und unsere erste eventuell Holo-Karte ist ein Mega-Tauboss! Nehme ich. Ein cooles Pokémon. Ein sehr, sehr cooles Pokémon. Wird eingesleeved. Der Boy mit der coolen Son Gohan-Locke. Aber sehr, sehr schönes Artwork. Gefällt mir. Damit bin ich schon mal sehr zufrieden. Evolution Opening. Das ballert. Ich sag's euch. Okay, pass auf. Ich ziehe die Karte einfach weg. Die Codekarte und leg sie beiseite. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt. Ich habe sie auf jeden Fall nicht gesehen. Wir haben ein Alpollo. Flying Pikachu! Let's go! Die erste Secret Rare! Sehr stark! Und das Centering sieht hier auch sehr gut aus. Und die Karte kriegt ihr in Reprint, in VMAX und in V. Das ist doch ordentlich. Die werden wir auf jeden Fall gleich einsleeven und uns genauer anschauen nochmal. Glumanda again. Psycho-Energie. Pikachu.
Auch ein starker. Growlithe. Quappo in Reverse? Seht ihr das? Der hat einen dicken Kratzer. Der hat einen dicken Kratzer. Und er hat einen Radikal. Quappo, was ist denn mit dir los, du verlorener Bruder? Der hat einfach gar keinen Bock mehr, der Mitarbeiter bei Pokémon. Der hat sich einfach gedacht so, yo, da schrabbe ich mal drüber mit meinem Brotmesser. Quappo, der gefallene Bruder, ey. Walla Krise. Walla Krise. Riesenkratzer auf meinen Rücken. Wir haben ein Potion, ein Safkon, Professor Eich, Traumato. Wisst ihr, das ist das Schöne halt, ne? Jeder kennt diese Karten vom Artwork her, jeder kennt vom Namen diese Karten her. Das ist einfach so ein schönes Set. Chansey, die nächste Reverse Rare. So stark. Bisher gefällt mir das Opening sehr, muss ich sagen. Zwei Reverse Rares und ein Elektroball. Hier haben wir auch wieder Kratzer, ne? Was dachte sich Pokémon beim Drucken von diesem Set? Yo, das wird das 20-Jahres-Set. Lass uns das mal richtig kacke machen. Was ist das, Alter, ey? So viele Kratzer und alles, ey. Centering off. Es ist halt so, wisst ihr, ich habe damals in der Industrie gearbeitet. Wissen viele von euch. Wenn ich damals irgendwas gefettfingert habe, ne, wir haben so, was waren das? Autoteile für Porsche und Mercedes gemacht. Stoßfänger waren das. Wenn ich da mal irgendwas gemacht habe, ne, die Schraube irgendwie minimal schräg war oder das Gewinde nicht ganz perfekt gedreht war, boom, gleich neu oder Reklamation von dem Kunden halt, von Mercedes. Und dann kriegst du Anschiss. Und ich so, nicht cool. Und hier Pokémon denkt sich so, Kratzer hier, Kratzer da, Karte, hui, fliegen wir nochmal durch den Raum hier, oh ja. Centering-Karte, sup, ausgestanzt. Es ist so garbage, Alter, keine Ahnung, was mit denen los ist. Die denken sich so, hey, je beschissener die Karten jetzt aussehen, desto seltener werden die Karten. Und es ist halt auch wirklich so, ey, desto seltener sind halt wirklich die Karten geworden. Glurak Spirit Link haben wir. Quapuzzi, Maintains, ja, mein Carpador. Wir haben eine Elektroenergie, ein Raupi, ein Gastly, ein Diglett, ein Ponita. Gut, Reverse. Und ein Dewgong. Erstmal Fuß noch mit der Karte spielen. Jo, erstmal durch den kompletten Raum treten, ey. Sehr schöne Karte. Mit dem Windows 98 Grafiken im Hintergrund. Texture. Wir sehen Textur. Wir sehen Textur. Ponita hier im Hintergrund, ey. Reite uns zum Glurak. Let's go, please, ey. Full Heal. Venusaur. Vulpix. Unlicht. Carpador. Weedle, Electabuzz, ein Potion, okay, come on, und die Rare-Karte, eine Misty's Determination, ist eine coole Full Art, ist eine sehr, sehr coole Full Art, muss man sagen, eine goldene Misty's Determination, sieht sehr, sehr stark aus, sehr, sehr stark, die glänzt wirklich crazy, die gefällt mir, die mag ich, also wir haben jetzt ja noch keine Holo-Karte halt, ne, also, ich würde mir eine Holokarte sehr wünschen. Also, wir haben normalerweise so 5 Holokarten, glaube ich, hier drin. Und es gibt, ich weiß nicht, wie viele es gibt. So viele gibt es gar nicht. Also, die Chance, hier halt drin, wie gesagt, das Glurak zu ziehen, ist nicht so gering. Charmeleon. Sehr nice. Voltorb. Tangela. Poliwag. Seal. Voltoball. Raichu! Gerade von gesprochen. Da ist die erste Holo-Karte. Wir haben die erste Holo und die Holo-Folie sieht links, rechts gar nicht so schlecht aus. Aber was ist das hier? Sieht ihr die riesen Printline durch den Kopf? Da kann man sie erkennen. Einmal quer durch den Kopf und unten auch, ja, da. Boah, Pokémon, why are you doing this to me? 2 dicke Printlines, die direkt durch die Karte gehen. Aber wir haben ein gutes Centering left to right. Aber hey, wie gesagt, wir können hoffen, dass die anderen Holo-Karten keine Printlines haben, aber dafür dasselbe Centering haben, weil die vom selben Cutsheet sind. Das wäre genial. Let's go. Wir haben Alpollo. Energy Retrieval. Kukuna. Wir haben eine Water Energy. Rowlet. Wir haben ein... By the way, in der neuen Form gab es ein sehr, sehr cooles Twitter-Edit mit seiner neuen Mähne. Voltoball. Dicta. Oh, Maintains in Reverse. Ist hier oben so ein Viereck, was da oben drin ist? Das sieht so ein bisschen danach aus. Und wir haben dahinter... Oh, ja! Yeah! Let's go! Holo Glurak ist hier drinne in diesem Display. Woo! Amazing! Oh! Ganz vorsichtig eingetütet. Der Junge hat ihn. Der Junge hat ihn. Ich habe mich lange nicht mehr über so eine Karte gefreut. Ey. Oh Junge, war das geil. Oh Junge, ist das gut. Let's go! Und wir gucken ihn uns ganz entspannt an. Centering ist ein bisschen off, könnte aber noch drinne sein. Wir werden es gleich abmessen. Ich habe das Centering-Messgerät dabei. Das Wichtigste,
sind die Printlines. Wir gucken uns das Holofoil an. Und da sehen wir schon, es sind Printlines drauf. Und wie beim Raichu sind es zwei Printlines durch den Kopf und durch die Beine. Glurak wurden einfach die Beine abgeschnitten und der Kopf. Aber er hat sich vorher geduckt, dementsprechend ist der Kopf noch dran. Oh, warum? Golrak, Junge, warum bist du denn so kacke? Warum bist du denn so kacke? Ich denke mal, dass es PSA 9, 8 sein wird durch zwei Printlines auf dem Holo. Aber selbst wenn, eine PSA 9 ist trotzdem noch super, super strong. Und wir haben es gezogen. Das Centering ist in Ordnung. Ich kann es nochmal ganz kurz abmessen. Also hier sehen wir den Unterschied halt, ne? Wenn ihr links guckt, da ist ein sehr schmaler Rand. Und rechts ist es halt sehr, sehr viel dicker, fast das Doppelte. Aber trotzdem, hammergeile Karte. Wir haben das Ding gezogen. Corner hat Damage. Das Shadow hat geholfen. Das Shadow hat geholfen. Ich sag's euch. Hier ist es. Hier ist es. Ich sag's euch. Ich hab gesagt, wir ziehen heute eins. Wenn das hier nicht das Ehrenfoto schlechthin ist, dann weiß ich auch nicht. Ziehen wir noch ein zweites Glurak. Chat, jetzt könnt ihr euch pushen, Alter. Das wär's, ey. Stell dir vor, wir ziehen wirklich noch ein zweites Glurak. Wir können Reverse und wir können in EX. Oder eventuell sogar noch ein Holo ziehen, ey. Ist möglich. Ich glaube, es hatten mehrere YouTuber doppelte Holos drin halt, ne? Aber wie gesagt, Reverse Holo geht. Es geht auf dem Normal EX-Slot, Full-Art-Slot, Onyx. Oh, sehr stark! Eine Mew-Reverse! Die nehme ich ebenfalls! Drei gute Reverse-Hits schon. Centering ist ein bisschen off. Wir haben da leichten Kratzer nach oben hin. Ich weiß nicht, was Pokémon echt gemacht hat mit den Reverse-Karten. Also Pokémon dachte sich halt echt so, yo, die kriegt keiner in PSA 10 oder so. Da glänzt es wieder. Let's go, come on. Come on! Misty hatten wir schon. Porygon in der alten Grafik. Devolution Spray. Stell dir vor, jetzt ist da einfach so ein Full-Art Glutexo oder sowas, weil wir es Devolution haben. Ja. Angela Merkel. Bonita. Garados. Sehr stark. Come on, Alter. Und ich glaube, das ist was Großes. Hä? Oh, Mega Venusaur. Let's go. Ein Starter, ein Full-Art nochmal zu ziehen. Brauche nichts zu sagen. Absolut nice. Wieder göttliches Pack hier, ey. Garados und Bisasflor. Und der sieht spicy aus. Im Gegensatz zu den anderen Karten. Guck sie dir an, ey. Centering ist hier mal wieder. Haben wir wieder einen dicken Kratzer hier irgendwo auf der Holo-Folie? Ich glaube, das Garados ist tatsächlich fein. Das wurde nicht von Pokémon zerstört. Wir sind gerade bei der Hälfte. Hier ganz vorsichtig werden die Packs zerrippt, sag ich. Ja, moin. Ich will noch einen Glurak hier ziehen. Also ich gehe hier nicht mit einem Glurak nach Hause. Dann mache ich irgendwas noch auf, was ich hier habe. Und glaubt mir, ich habe noch Stuff hier, was ganz, ganz anders ist, ey. Natali, dankeschön für deinen Support, ihr tolles Shirt. Leute, könnt ihr euch gerne gönnen, ne? Ausrufezeichen Merch. Boom. Könnt ihr gerne rausklicken, wenn ihr wollt. Und dann gönnt euch das gute... Ding, Switch! Ding, Mickey DV! Mal 3. Oh, was ist denn hier passiert mit dem Centering? Was ist denn da passiert mit dem Centering? Oh, Green Code. Aber geknickter Green Code. Wisst ihr, so durch Booster zu gehen, ist cool. Mag ich. Aber gerade bei solchen Retro-Sets sollte man sich die Zeit nehmen. Und ich nehme mir die Zeit alle Male dafür, dass wir entspannt einen Kartentrick machen. Entspannt den Code beiseite räumen. Und dass wir uns das hier ganz cool angucken. Denn nur so kriegt ihr halt easy mit Secret Rare Imankunis. Executor. Sehr nice Karte. Nee, Oyama. Dr. Oyama, nicht Imankuni. Dr. Oyama. Der andere Dude, der hier. Der hat auch einen Pikachu gemacht. Auch sehr cool. Einer der cooleren Secret Rares. Ich kann mir vorstellen, dass meine Freundin jetzt gleich reinstimmt und sagt, das ist ihre Karte. Wir haben so viele Reverse Holos gezogen. Na, da geht doch noch was. Pidgeotto Spirit Link. Und Nidoking! Die nächste Holo-Karte. Come on, keine Striche durch den Kopf. Die Karte sieht clean aus. Lol. Nee, doch. Da ist ein Printline. Aber durch den Kopf nicht, oder? Doch, die hat auch durch den Kopf. Die hat auch hier durch den Kopf wieder eine Printline und unten. Die haben alle diese Printlines, die Holos. Oh, ist das schade. Ich bin auch wieder ein sehr gutes Pack halt. Eine Secret Rare und Holo-Karte in einem Carpador. Wisst ihr, schön ist halt bei dem Opening. Wir haben das Glurak, deswegen bin ich schon mal happy. Alles, was jetzt noch kommt, wäre Bonus! Pikachu? Reverse Pikachu! Die zweitbeste Reverse, glaube ich, die man ziehen kann. Und ein Farfetch dahinter. Hendrik wäre stolz auf uns. Centering ist... Wir sprechen nicht drüber. Aber es ist... The Big Chunky One. Glumanda. Easy das Swears Pack. Könnten wir machen, wenn ihr Bock habt. Growlithe. Machop. Zapdos, sehr starke Reverse und Dragonite.
Die nehme ich beide gerne. Dragonite, Zapdos, Metapod und ein White Coat. Das sehr, sehr spicy. Zapdos leider ein bisschen off-center, muss man sagen. Aber trotzdem einer der nicen Boys. Ihr kriegt ein. Ihr seht es zuerst packt. Okay. Eins, zwei, drei. Drei Karten von hinten nach vorne. Let's go. Dann haben wir hier eine Karte. Dann haben wir theoretisch hier eine Karte. Wir schauen rein. Also ein Ugel wird hier nicht drin sein. Glurak. Easy Glurak, Alter. Ich sag's euch. Hier werden nicht drei Glurak. Mickey. Eine Maus oder was? Mickey TV. Ah, wisst ihr, ich denke an Mickey und denke an Mickey Maus, aber nicht an fucking Mickey TV. Mickey. What are you doing here? Get out of my swamp! Also ich würde mich sehr nochmal über eine Mew Holo-Karte freuen. Oder über Glurak EX. Das wären die Pulse, die ich noch sehen möchte. Come on, ich will mindestens einen zweiten Drachen sehen. Please. Please. Oder sonst haben wir halt, wir haben einmal Holo-Glurak und einmal Glurak GX gezogen. Wir haben eine Reverse Electro. Und ein Chansey! Wieder mit den Printlines oben und unten. Aber halt auch eine der besseren Holocard, muss man sagen. Okay, mit welchem Pack fangen wir an, Chatterino? Die letzten vier Packs. Goldene Mitte. Meistens sagen Raichu. Wir nehmen Raichu. Ich glaube, wir haben unsere Vorrats schon durch. Aber es kann möglich sein, dass man vielleicht drei drin hat oder vier. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Ratio ist oder was das krasseste ist in Evolutions. Schauen wir mal. Zandan. Ponyta. Magnetilo. Wir waren noch auf dem Reverse Hit. Das ist leider braun und nicht rot. Und dahinter. Spicy! Die dritte Full Art! Rokkos Grit! Beide Full Art Supporter gezogen. Das ist, finde ich, sehr stark. Zwei Full Art Trainer plus noch eine Full Art Bisaflor. Finde ich cool. Ist vielleicht so nicht die wertvollste, sage ich mal, aber es ist eine sehr, sehr schöne Full Art Trainer Karte. Mit dem goldenen Rand. Rocco, einer der ikonischsten Arena-Leiter. Der erste Arena-Leiter, den es jemals gab, also den man jemals gesehen hat. In seinem alten Style. Mega hot. Gefällt mir. Finde ich sehr, 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 sehr cool. Und Onyx. Passes Pokémon dazu. Also hey, wir haben Rocco und seinen Onyx gezogen. Ikonischer geht's nicht. Let's go. Magma. Energy Retrieval. Blastoise Spirit Link. Drowsy. Magikarp, Electabuzz. Alter, diese Fieben, der ist so Kindheit. Ich krieg Gänsehaut am ganzen Körper. Growlithe. Oh! So verdammt close, Alter. Ninetales Reverse Rare. So viele Reverse Rares haben wir gezogen. Und wir ziehen ein Feuer. Doch leider nicht das, was wir uns erhofft haben. Aber vielleicht dahin. Oh, nochmal Feuer. Bruder, tun wir das doch nicht an. Turtok oder Blastoise? Ich glaube, den Boy sparen wir uns auf. Es wird Zeit für das vorletzte Pack mit Turtok. Gegen den Champion. Das Feuerrotblattgrün mit einer der schönsten Editionen von damals, fand ich persönlich. Machoke, Electabuzz, Magikarp, Gastly. Ich bin mehr hyped gerade über die Reverse-Karten, die kommen jetzt, denn Drowsy, kein Mewtwo. Nochmal Mickey TV. Nochmal den Mickey. Okay. Seid ihr ready? Offscreen öffnen. Also mit dem Code, dass wir ihn nicht sehen können. Und jetzt, come on. Gönn. Wir brauchen jetzt Glück. Im letzten Pack. Charizard Spirit Link. Das letzte Booster. Wir haben den Merch an. Wir haben schon den Big Boy gezogen. Hier ist sein Bruder. Hier ist seine Bundeskanzlerin. Keine Ahnung. Angela Merkel. Ponyta. Dodu. Staryu. Seal. Eine Trainer-Rocco. No! Eine Trainer-Rocco. Und die letzte Karte ist nochmal ein Dugong. Ah, es ist okay, Chat. Ich bin absolut fein mit der Ausbeute, die wir heute gehabt oder gemacht haben. Es war zwar nur ein Glurak, aber ich glaube, über dieses Glurak können wir uns gar nicht beschweren.